Ein riweisches Hallo, meine Holzfäller-Fischis. Dies ist die neue Begrüßung und ich spiele heute alleine mal eine Runde Minecraft Master Builders. Also die neue Begrüßung habe ich jetzt aus mehreren Kommentaren von euch zusammengestellt, falls es nicht aufgefallen sein sollte. Aber ich dachte mir, ich nehme mal ein paar verschiedene Sachen und probiert es einfach mal aus. Ihr könnt ja mir schreiben, was ihr davon haltet. So, und jetzt bauen wir erstmal hier Spielzeug. Spielzeug. Und ich sollte vielleicht mal auch die Musik anmachen. Wäre nicht schlecht. Was baue ich denn? Ja. Jetzt geht das wieder los. Jetzt habe ich keine Idee, was ich baue. Vielleicht so ein paar Bauklötzchen. Kann man ja mal zumindest schon mal anfangen. Ich glaube, die Musik ist definitiv zu laut. So. Vielleicht noch so kleine Würfelchen. Oh Gott, das erkennt doch kein Mensch, was ich hier bauen wollte, oder? Vielleicht auch ein Dings, was umgekippt ist. Ein Holzklotz, der hier gegenlehnt. Wie gesagt, das erkennt kein Mensch, was ich hier bauen wollte. Definitiv nicht. Oh Gott. Können wir vielleicht noch ein paar Püppchen bauen? Jetzt habe ich doch da hier ein paar Püppchen. Oh Gott, das sieht mehr aus wie Bau Halloween nach oder sowas. Wie Spielzeug. Ach, ich kann das hier oben nicht draufsetzen. Kann ich es da draufsetzen? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hätte ich jetzt die Möglichkeit, würde ich am liebsten nochmal neu anfangen, weil das sieht echt komisch aus, was ich hier baue. Wir bauen nochmal ein paar Würfel, weil es einfach ist. Und was könnte ich noch bauen? Lego-Steine vielleicht. Aber die sind jetzt wahrscheinlich zu groß. Gehe ich mal davon aus. Also ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr, ob ihr mehr von Minecraft Master Builder sehen wollt oder ob ihr auch andere Modi sehen wollt. Ob ich das gut mache alleine oder ob ich lieber wieder jemand dazu nehmen soll. Solche Dinge könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich natürlich über jeden Kommentar, der kommt. Und muss auch dazu sagen, ich war richtig baff, als hier die erste Folge mit dem Items rauskam, wie viele Kommentare da doch zusammenkamen, weil von meinem alten Kanal her war ich das absolut nicht gewöhnt. Da war es halt so, da habe ich ja, so Allschaltjahr mal ein, zwei Kommentare bekommen. Und es war halt, wie heißt die Musik? Oder sowas. Das sieht absolut komisch aus, finde ich. Ja.
Naja, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt noch dazu bauen soll. Ob sich's noch lohnt, was zu bauen. Ich glaube, jetzt habe ich es noch schlimmer gemacht als davor. Man erkennt halt wirklich nicht, das sollte eigentlich hier, wie heißt es denn, so Holzbauklötze sein, also. Aber ich glaube, ich habe es jetzt echt schlimmer gemacht als davor. Gott. Boah. Finde ich okay. Aber ich weiß nicht, was das hier ist. Derjenige ist nicht fertig geworden. Das ist, ja, meh. Oder habe ich vielleicht ein falsches Wort bekommen und ich habe einfach irgendwie was komplett Falsches gebaut? Keine Ahnung. Ein Teddybär und ein kleines Spielhäuschen. Finde ich gut. Finde ich gut. Also das mit der Musik muss ich noch irgendwie ein bisschen ein bisschen ausprobieren, wie laut ich die stelle. Was ist das denn? Ist das ein Pinguin? Ja. Ja gut, ist halt einfach. Kind mit dem Spielauto. Ja, ist ganz gut, ist ganz gut. Bin mal gespannt, wie ich bewertet werde. Wahrscheinlich extrem schlecht. Ja, aber auf Spielzeugauto bin ich absolut in dem Moment gar nicht gekommen. Ich würde mir selber wahrscheinlich nur ein It's okay geben. Mehr nicht. Und wieder ein Teddybär. Aber der sieht gut aus. Der sieht echt gut aus. Vor allem der Blick ist süß. Okay, der hat einen schiefen Kopf. Aber auch wieder so hier Steinchen, so Bauklötze. Oh, die Herzchen sind weg. Ich bin Zweiter geworden. Für das, dass ich absolut unzufrieden war mit meinem, also mit meinem Gebauten. Zweiter Platz, nicht schlecht. Die Herzchen bei Dingen haben es. Ne, war doch er, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Aber ich glaube, die Herzchen haben es rausgerissen. Hätte ich vielleicht auch noch ein paar Herzchen hinsetzen sollen. Wobei, vielleicht doch nicht bis zum nächsten Mal. Ich hänge noch eine Folge hinten dran, also oder noch eine Runde. Die jetzt gleich startet. So, mal gucken, was diesmal ist. Ob ich den Google-Übersetzer brauche oder ob ich weiß, was gemeint ist. Reptil. Ist es wirklich das Reptil? Ich denke schon, oder? Was könnte ich denn bauen? Was ist ein Reptil? Ein Krokodil, glaube ich, könnte ich eigentlich nachbauen. Ist es ein Reptil?
Weil nachher, ich weiß nicht, ob sie es übergenau nehmen, aber nachher sagen sie, nee. Das ist kein Reptil, sondern eben, keine Ahnung, was weiß ich was. Vor allem muss ich jetzt dann so langsam zur Potte kommen, weil ich habe nicht arg ewig viel Zeit. Scheiße. Ja, wobei ich könnte so ein Lego anbauen. Das ist eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht. Ich krieg's wahrscheinlich eh nicht hin, aber habe ich auch beim anderen gesagt, dass es nicht nach irgendwas aussieht, aber es hat ja dann doch funktioniert. Bis jetzt sieht's wahrscheinlich eher aus wie ein Frosch. Ein komischer Frosch. Bauen das ein bisschen größer. Ich schaffe es definitiv nicht fertig zu werden, das weiß ich. Das ist wahrscheinlich zu viel zu kompliziert gedacht von mir. Und ich habe nur noch 3 Minuten. Oh je, oh je. Vor allem läuft der nach vorne hin ein bisschen spitz zu. Und dann geht der Kopf ein bisschen hoch. Oh Mann. Warum komme ich denn auf so blöde Ideen, ey? Knöpfchen, Knöpfchen, schnell Knöpfchen. Wo ist Knöpfchen? Redstone, Knöpfchen hier. Machen wir mal. Braunes Knöpfchen. So, zack. Und zack. War das richtig? Ja. So. Oh je. Oh je. Ich seh's kommen. Das wird nichts. Ja gut, die Beine müssen ja nicht unbedingt hier. Ach, wie heißt es denn? Die Beine müssen nicht nicht synchron, wie heißt es denn? Ach, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich habe hier einen Fehler gebaut. Na, hat das Tier hier noch so einen Schwanz weg? Ich glaube, sie erkennen es halt nicht. Das glaube ich halt wirklich, weil ehrlich gesagt, ich würde es wahrscheinlich auch nicht erkennen. So. Oh Mann. Oh Mann, was baue ich hier? Wobei, in der Mitte brauche ich eigentlich nichts. So, hier noch vielleicht. Da noch. Es sieht aus wie ein Frosch, der liegt. Und ich habe die Hinterbeine vergessen. Ein liegender Frosch. 15 Sekunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Um einiges besser umgesetzt als das, was ich gemacht habe. Ja, finde ich gut. Ja, oder finde ich amazing. Oh. Ja, das ist eigentlich auch amazing. Aber ich war auch am überlegen, ob ich ein Krokodil baue. Ja, ich hätte ein Krokodil bauen können.
Ja, das ist nur gut. Oder ist es eine Schildkröte? Weil so vom Kopf her hätte ich gesagt, das ist ein Krokodil, aber warum ist der hintere Teil des Körpers anders? Ach du Scheiße. Ja, ich erkenne halt nicht, was es ist, also. Gut, ich bin wahrscheinlich nicht der Schlechteste. Gut, da verstehe ich nicht, was das hier ist. Und das ist eine Raupe. Also eine Schlange hätte ich jetzt nicht gesagt. Das sieht eher aus wie eine Raupe. Ja, finde ich auch nur okay. Die Augen sind halt extrem komisch. Also es haben einige um einiges besser gebaut als ich. Ja, finde ich echt gut. So, wir hatten dieses hässliche Viech gebaut. Ja, wow, everything is awesome. Auf jeden Fall. Der hat mir Rot gegeben. Da sind wir schon fertig, oder was? Ich bin Vorletzter. Naja. So, aber jetzt, Leute. Wie schon am Ende der anderen Folge gesagt, ihr könnt mir gerne kommentieren, ob ihr mehr von Minecraft Master Builder sehen wollt oder ob ihr auch andere Spielmodi sehen wollt. Und ja, dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, ciao.